Dann auch hier schon mal einen wunderschönen guten Abend von meiner Seite. Wir werden jetzt hier einmal ganz fix kurz alles umstellen. Blackpost Show und Krawalltofu haben beide schon angefangen. Das heißt, wir gehen direkt rein. Und ja, dann begrüße ich auch meinen Co-Kommentator hier an meiner Seite. Schönen guten Abend, Lanox. Geht's denn so? Ja, guten Abend. Schön hier zu sein. Mir geht's super. Ich freue mich wieder auf ein wunderbares Match zwischen Krawalltofu und Lackwurst Joe und ich hoffe, da werden wir noch mal ein paar schöne, spannende Sachen sehen. Genau, für beide das erste Race in diesem Turnier, deswegen wird auch Standard gespielt. Für Lackwurst Joe allerdings, zumindest der Erfahrungsvorteil, es ist das zweite Turnier, an dem er teilnimmt. Das heißt, wir haben mit Krawalltofu einen kompletten Neuling dabei und Lackwurst Joe halt ein Wiederholungstäter inzwischen. Wir haben einen Fire Rod Start, sehen gerade beide auf dem Weg zurück von Zeldas Zelle. Unterwegs wurde schon ein Bombus-Medaillon gefunden und Bomben haben wir auch schon bekommen. Ja, und damit sind wir im Prinzip auch schon mehr oder weniger live und haben eigentlich nicht wirklich viel verpasst. Aber wenn ich mir so die Magie von denen anschaue, dann müssen sie doch ein bisschen vorsichtig sein. Weil nicht, dass sie die jetzt alle noch komplett verschließen und nachher sich dann da festsetzen. Naja, ab diesem Zeitpunkt tatsächlich brauchen sie auch gar nicht mehr so viel Magie. Den einzigen Gegner, den sie noch töten müssen, das ist die Kiratte, die stirbt mit einem Treffer. Das heißt, solange man nicht zu viel verschießt, sollte das kein Problem mehr sein. Es gibt noch ein oder zwei Small Magic Pots, die man mitnehmen kann, hier im oder auf dem Weg im Escape, falls man die denn kennt. Und ja. Dementsprechend könnte man sich da halt eben auch noch ein bisschen mehr Magie dazu holen. Ja, ich sehe auch schon, die haben jetzt auch schon den Schlüssel gefunden. Ich frage mich, ob sie auch schon die Karte gefunden haben. Konnten wir jetzt ja noch nicht sehen, was uns jetzt noch in den letzten Checks erwarten wird, bevor die Escape-Sequence zu Ende ist. Den Schlüssel, den brauchen wir natürlich in der Standardsequenz, müssen wir eben durch diese Türen durchkommen, deswegen muss er vorne drin sein, eine Karte. Das werden wir dann jetzt gleich sehen, dass so dieses kleine Mysterium, das die beiden Runner jetzt noch uns hier vorhalten. Ja. Hier ist es erstmal wichtig, die Kiratte identifizieren, sie startet immer links. Lacoste Joe hat das sehr gut gemacht, ein Schuss, ein Treffer, während Krawalltofu hier auch nochmal ein bisschen Reservemagie und ein extra Herz mitnimmt und noch mehr Reservemagie. Dann hat man ein, zwei Schüsse, die man auch noch daneben setzen kann. Und finden ein Aether-Medaillon auch noch. Ah, zwei Medaillons früh. Krawalltruppe hat den Schlüssel auch bekommen. Ohne große Probleme. Ja, aber zwei halt Medaillons, das verringert auch die Wahrscheinlichkeit. Also wir wissen ja noch nicht, ob Meier oder Turtlerock required sind, aber das macht dann die Suche einfacher. Außer die beide wollen jetzt von uns Quake haben, aber wir haben ja noch genug Checks offen bis dahin. Also normalerweise wäre das in dem Zeitpunkt, in dem Seed, wo ich mir beide Medaillen dann schon als Quake markiere, weil so funktioniert Rando. Wer es schon ein- oder zweimal Rando gespielt hat, weiß, wenn der Seed dir zwei Sachen gibt, dann ist die dritte gefordert. Aber gut, schauen wir mal, ob das heute tatsächlich auch der Fall ist. Wir haben die Karte anscheinend vorne schon gefunden gehabt, denn hier waren nochmal 20 Rubine zum Abschluss in Sanctuary drin. Und dann geht's jetzt los in die offene Welt. Kakariko-Ruf, wir haben Bomben, wir haben Geld. Es gibt nicht so viel, was wir fürchten müssen, nicht zu haben, wenn wir dorthin gehen. Lackwurst Joe scheint aber erstmal auf dem Weg Richtung Lumajig zu sein. Wir sehen einen Map-Check. Das waren zwei Red Crystals in Hera und Desert und ich meine einen Pendant in Eastern. Ja, Eastern ist sogar das Green Pendant. Okay. Ah, sehen hier einen Tripul von 20er Rubinen. Ja, anscheinend ein bisschen zu viel Rando hier schon gewesen heute auf Speed Gaming Deutsch. Deswegen das deutsche Internet etwas überfordert und Lackwurst Joe hat leichte Bildaussetzer hier und da mal. Hoffentlich behebt sich das wieder. Ansonsten aber entschuldigen wir uns hier schon mal beim deutschen Internet. Wir werden dich in den nächsten zwei Wochen noch etwas mehr strapazieren. Hab aber gesehen, auf Lumberjack Ledge waren aber auch nur Bomben, also ob wir jetzt noch Agger heute sehen, wissen wir noch nicht. Aber so nach der Ledge wahrscheinlich erstmal nicht. Ja, ob
wir Aga jetzt noch sehen müssen für Dark World Access, wird sich zeigen, aber wir haben auf jeden Fall schon mal eine Flöte hier gefunden im Wald. Das ist auch ein Item, das findet man recht gerne, bevor man nach Kakariko geht. Dann kann man sie direkt aktivieren und hat etwas mehr Mobility im Seed. Ja, ich denke, da werden unsere beiden Runner jetzt definitiv nicht traurig sein darüber, die schon gefunden zu haben. Ja, und jetzt auch in Kakariko auch eine relativ hohe Itemdichte. Dann schauen jetzt erstmal rein, was gibt's denn so ein Blindside Out? Ja. Ja, ein Handschuh. Kann man schon mal was mit anfangen? Erster Teil auf dem Weg zum Dark World Access. Und noch eine Flasche. Auch super praktisch. Dann kann man direkt schon, weil man ja in Kakariko ist, auch direkt Zickit mitnehmen. Und da muss man nicht irgendwann mal zurück, sollte da irgendwas drauf gelegen haben. Ja, jetzt speziell mit der Flöte, die schon gefunden wäre, wäre das tatsächlich gar nicht so schlimm, weil man dann ja relativ fast direkt vor Zickit fliegen kann. Aber dennoch, sie beim ersten Mal direkt auf dem Weg in Kakariko zu haben, ist natürlich schon sehr praktisch. Ja, was man hier mit ein bisschen Erfahrung noch machen könnte, wäre einfach mal schauen, ob es eine goldene Biene ist. Die kann man dann einfach direkt für 100 Rubine beim Bottle Vendor verkaufen. Und da wir ja schon gar nicht mehr so weit weg von Sora Money sind, wäre das vielleicht gar nicht so uninteressant. Und viel wichtiger für Kavaltrufe hier aber vielleicht erstmal, hat nochmal 3 Bomben bekommen hier im Brunnen, hat jetzt auf jeden Fall auch eine Bombe für Chicken Hut und muss deswegen nicht erst Bomben kaufen und dann nochmal ein bisschen zurücklaufen. So, ganz wichtig, dran denken, die Flöte auch zu aktivieren. Es soll auch schon Runner gegeben haben, und damit meine ich mich, die das regelmäßig vergessen. Ah, oh, du bist nicht der Einzige. Deswegen, das ist etwas unglücklich. Dann schauen wir doch mal gleich bei Zickit vorbei. Die Biene wäre tatsächlich eine goldene gewesen, also da kann man sich das Item oder das Herzteil vom Bottle Vendor quasi gratis für holen. Ja, das ist auch immer nett. So eben 100 wiederbekommen für nichts, ja. Also quasi gratis Item vom Bottle Vendor. Nehme ich auch gerne. Auf der anderen Seite kann man sie tatsächlich auch für Mini Mordom Cave nutzen, falls man jetzt noch nicht so unbedingt eine gute Waffe hat, wie zum Beispiel ein Schwert. Man könnte den Fire Rod nutzen. Aber wir haben jetzt nicht so viel Magie und man könnte es auch mit Bomben machen, aber das kann manchmal etwas fummelig werden. Und die goldene Biene ist da tatsächlich eine Option, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, aber die tatsächlich sehr, sehr nützlich ist, weil die muss man nur freilassen, dann kann man sich hinstellen und warten, bis die alles erledigt. Oder man findet einfach ein Schwert in der Taverne und braucht sich darüber auch keine Gedanken machen. Wobei, jetzt tatsächlich mit dem Aether-Medaillon in der Hand, das wir jetzt mit dem Schwert auch schon nutzen könnten, das kann man auch für Mini Mordom Cave nutzen. Und ja, dann ist es meistens auch vielleicht etwas schneller, etwas leichter als... Oh, die Flippers auf der Library. Also brauchst du für anderes Fußwerk erstmal das erste Fußwerk. Ja, wird sich noch zeigen, ob wir die tatsächlich brauchen... Absolut hard required. Die Flippers ja erstmal nur für Swamp Palace. Zur Ice Palace könnte man relativ leicht Fake flippern. Und mit der Moon Pearl könnten wir zum Beispiel auch einen Waterwalk nutzen, um die Items in der Waterfall Fairy zu holen. Kavaltrufu auf jeden Fall noch ins Race Game gegangen, blind. Lässt das Bugnet dort aber liegen. Wer es dort ist, hätte man sich sicherlich mitgenommen, weil das Bugnet für Aga wäre dann sehr nützlich gewesen. Ansonsten, so wohl nicht als wichtig genug erachtet, als dass man es tatsächlich hätte mitnehmen müssen. Apropos Fußwerk. Ja, super. Und da sieht man auch mal wieder, wie nützlich die Flöte ist. Man muss da jetzt halt nach dem Race-Game, die meisten, die machen Safe and Quit, starten bei Linkshaus. Da kannst du nach dem Race-Game einfach die Flöte benutzen und schon ist man beim Damm. Spart auch unglaublich viel Zeit.
Ist jetzt die Frage, man sollte wahrscheinlich jetzt erst zum Minimodium Cave gehen, weil man jetzt schon fast da ist und hier unten ist. Man kann jetzt aber die Flippers halt auch direkt abholen. Man hat mit dem Boots die Möglichkeit, einen Waterwalk zu machen. Wir haben jetzt aber noch kein Sora-Geld. Wäre aber wahrscheinlich trotzdem relativ schlau, die Flippers zu holen, bevor man in die Sora-Area geht, einfach um eben, falls man das Item auf der Sora-Ledge holen muss, dann nicht irgendwie großartig noch einen Glitch zu machen. Und Krawall zeigt jetzt hier. Die genau das, der Biene. Was ich angesprochen hatte, kann man dafür relativ gut nutzen. Und ein Ice Rod. Ja, gute Information darüber, dass Turtle Rock Pendant ist und ein Master Sword. Ja, auf einmal sind wir gar nicht mehr so weit weg von Agar. Ja, wo ist die Lampe? Und Krawaldo, wir sind jetzt auch direkt auf dem Weg zurück zu den Flippers. Wir haben die Handschuhe, das heißt, wir könnten den Hulehen-Raum aufsetzen. Das würde uns 225 Rubine geben. Damit hätten wir Geld für Sora auf jeden Fall zusammen. Wir haben mit der Flöte auch die Option, auf Berg zu fliegen, dort ein oder zwei Checks jetzt momentan zu machen. Die Eastern Area steht natürlich noch komplett offen. Scheint jetzt aber zumindest erstmal zur Ice Rod Cave zu gehen. Joe sieht hier auch seine Flippers. Und auch Joe entscheidet sich gegen das Bugnet. Sagt er, brauche ich auch nicht. Oh, und die Moon Pearl in der Ice Rod Cave. Die hilft uns auch weiter Richtung Dark World Access. Jetzt fehlt noch ein zweiter Handschuh, ein Hammer. Oder dann eben doch die Lampe, weil dann hätten wir tatsächlich Zugang zu Agar. Und wäre alles in Logik. Ach, mal schauen. Ja. Wir sehen jetzt hier auch noch den Waterwalk von Krawaldrobo Richtung Hobo. Oder? Ne, checkt nur die Island. Geht jetzt erstmal zur Waterfall Ferry. Das Ärgerliche hier mit den Flippers, verlierst du jetzt leider deinen Waterwalk. Aber sind natürlich dafür die zwei schnelleren Checks. Außerdem haben wir eine leere Flasche, die wir hier befüllen können bei der Fee. Das Ganze mit einer Red Potion. Also, ja, das ist ganz nett. Und da sind unsere Mits. Das ist Dark World Access. Aber Krawaldtofu hat jetzt nicht genug Geld für Sora. Also willst du das Item auf Sora erstmal so zurücklassen? Und ich glaube nicht, dass sie dafür in aller Frühe dafür zurückkommen wird. Bei den Optionen, die momentan offen stehen, sehr unwahrscheinlich. Also, wir haben Zugang zur Dark World über das Kakariko-Portal. Wir haben sogar den Fire Rod schon, das heißt, wir könnten einfach mal Sky Woods abschließen gehen, wenn wir Lust hätten. Wir können natürlich jetzt auch noch King's Tomb checken, weil wir haben jetzt gerade. Wir haben die Boots gefunden, Bonk Robs kann man auch noch machen, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Damit jetzt kommen wir hier eben auch schon zu King's Tomb. Schauen wir mal, was wir hier noch in den Bonkrocks finden. Ja, und ich denke, dass dann Tofu sich danach wohl sich in die Dark World begeben wird. Finde ich, also relativ unangenehm mit 5 Herzen und einer Green Mail jetzt schon in die Dark World zu gehen. Oder auch, sofern, wenn man jetzt in Skywoods es abschließen möchte. Wäre jetzt für mein persönliches Level ein bisschen schwierig. Skywoods abschließen vielleicht jetzt noch nicht unbedingt das, wo man so richtig groß drauf Lust hätte, da gebe ich dir recht. In die Dark World gehen an sich ist jetzt erstmal nicht so groß das Problem, denn Dark World in diesem Fall bedeutet Village of Outcasts und solange man mit dem Boots ein bisschen vorsichtig ist, hat man von den Gegnern innerhalb des Villages eigentlich nicht so viel zu befürchten.
Dort sind dann halt eben ein paar Checks und der Weg runter zu Hype Cave, wo dann auch nur 5 Checks sind, ist eigentlich relativ gut machbar. Erstmal, das ist noch nicht so kompliziert. Die große Frage ist halt, möchte man schon in Thief's Town rein? Wenn ja, wie weit? Denn ohne den Hammer eventuell müsste man die Big Chest zurücklassen. Und ja. 5 Herzen Green Mail Blind, jetzt auch vielleicht für Leute, die noch nicht so lange spielen, die noch nicht so trainiert sind, und zum Beispiel dem Skript, vielleicht nicht die schönste Aufgabe. Aber schauen wir mal, was Krawalltofu hier vorhat. Beginnt auf jeden Fall in Wildschirm Outcast. Noch kein Map-Check gemacht. Wäre vielleicht bei Zeit mal interessant, dann zu wissen, was die beiden anderen Pendants sind. Ja, wie du vorhin gesagt hast, wenn man den Early Icebot schon so bekommt, dass dann Turtle Rock Pendant ist. Werden wir aber nachher sehen beim nächsten Map-Check. Und wir haben einen Lacus Joe zurück. Und scheint wohl anscheinend ähnliche Dinge gerade zu tun, hat dementsprechend die Mits gefunden, die Moonpearl gefunden. Auf Tofus Seite gerade die Lampe, also gibt es da schon mal keine Darkrooms heute. Ich denke, Lacus Joe, dadurch, dass die Lampe jetzt so offensichtlich liegt, wird er die auch nachher bekommen. Ja, und der Hammer. Super, ja, praktisch. Das ist natürlich sehr praktisch, gerade noch zu finden, bevor man nach Thief's Town reingeht, weil dann könnte man direkt beenden. Und wir werden jetzt zum Beispiel gleich sehen, ob Thief's Town Crystal oder Pendant ist. Und es ist ein Pendant. Was auch sonst. Und das ist jetzt natürlich immer so ein bisschen die Frage, möchtest du jetzt an dieser Stelle tatsächlich weit in Thief's Town reingehen, möchtest du durchgehen, weil es ist nur ein Pendant. Na, die Front geht noch einigermaßen schnell, da hofft man natürlich jetzt möglichst viele Items rauszuziehen, am besten noch ein nützliches Item. Herzteil jetzt hier verhindert so ein bisschen den Death Warp, der schon halb vorbereitet war, aber wäre auf jeden Fall jetzt erstmal ein Item. Aber mit einer Green Mail geht ja ein Death Warp auch noch relativ schnell. Ich meine, die Gegner hier, die machen auch 2 Herzen Schaden. Also bei 6 Herzen Schaden sind es 3 Treffer. Kriegen auch hier auf den Small Key. Das heißt, hier tatsächlich in der Front nicht so viel zu holen gewesen. Oh, Tofu läuft raus. Nimmt nicht den Death Orb. Okay. Ja, leider nur ein Item in der Front gewesen, das heißt, der Trip nach Thief's Town rein jetzt nicht so lukrativ. Und Joe? Joe scheint weiter reingehen zu wollen. Ich meine, es ist ja nur ein Item in der Front gewesen, 3 sind noch übrig. Das könnte noch schon mal die SN Schatten vielleicht sein. Ja? Was halt vielleicht Hofu halt zurücklässt. Ja, kurzer Moment des Zögerns, schauen auf den Tracker, vielleicht doch gerade realisiert, Moment, ist ein Pendant, da geht jetzt aber trotzdem weiter. Ich meine, es sind 3 Items und wir können es full clearen, es ist absolut in Logik, von daher, ja, kann man durchaus machen. Sehen aber hier halt dann doch schon mal den Unterschied zwischen den beiden Spielern. Krawalltofu hat sich gesagt, nö, die Freunde Thief's Town reicht mir, ist jetzt auf dem Weg Richtung Hype Cave. Ach, Ding in Game hat auch nichts. Kriegt man nicht mal fast das. Nicht mal wirklich das Geld zurück, was man da eingesetzt hat. Schade. Item im Attic sind nur 20 Rubine. Das ist nicht so ganz hilfreich. Krawalltofu zurück unterwegs, um den Schmied zumindest mitzunehmen. Ich weiß gar nicht. Haben wir die Hammerpacks gerade schon gesehen? Die Hammerpacks haben wir nicht gesehen. Da ist sie. Sie ist halt direkt gerade aus Thief's Town rausgegangen. Direkt zum Digging Game. Danach jetzt zum Schmied. Und wird sich halt auf dem Weg nach Hype Cave machen. Ja, ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, wie gerade das weiter zu routen. Weil mit dem Schmied im Gepäck, man hat die Flöte. Das heißt, man kann ihn relativ schnell nach Kakariko fliegen.
Aber wenn man dann eh schon dort ist, dann könnte man zum Beispiel zurück in die Dark World gehen, Skull Woods abschließen, was anscheinend ein Crystal ist, denn der Tracker, der Darkness Link 81, hat wohl aufgepasst und Swamp als das letzte Pendant erspäht. Unterdessen Item in der Thiefstone Big Chest sind auch nur 20 Rubine. Und eine Blume. Das heißt, Blind tatsächlich mit keinem Item. Na, Hype Cave glaube ich auch nichts. Da war auch nichts drin. Aber ich sag mal, Blind hatte jetzt vielleicht eine Mail. Am Anfang, vor allem wenn man jetzt 6 Herzen hat, ist das schon mal ganz angenehm, doch ein bisschen mehr Protection zu haben. Aber ob es sich dafür lohnt, kompletten hinteren Teil von Pendant Thiefstone zu machen, ist zumindest fraglich. Zumal ja beide auch schon dann doch 6 Herzen haben. Das heißt, den einen oder anderen Treffer hält man schon aus. Wir haben jetzt gerade eine Fee bekommen im Hype Cave. War vorhin schon die Red Potion noch da, die jetzt Kroltrupper, glaube ich, auch schon getrunken hatte. Also es ist jetzt nicht so, als ob wir permanent nur am Sterben wären. Moment mal. Da fehlt uns jetzt leider noch der Spiegel oder der Hookshot, sonst hätten wir jetzt schon die Möglichkeit, mit dem richtigen Medaillen schon in Turtle Rock reinzugehen. Ja, tatsächlich. Also es gäbe Leute, die könnten das sogar, wenn es jetzt nicht Quake wäre. Denn wir haben gerade eine Fee bekommen in Hype Cave und es gibt den sogenannten Fairy Hover für die rechte Seite des Berges. Wenn man den beherrscht, dann würde man dorthin kommen und dann könnte man tatsächlich sogar schon Turtle Rock beenden. Da es ein Crystal Air ist, wäre es vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Aber ja, unsere beiden Runner hier werden vermutlich entweder Hookshot oder Spiegel dafür brauchen. Und wenn schauen wir mal. Wäre sogar auch nicht Eis möglich zu beenden. Ich meine, den Hookshot durch den Somalia brauchst du ihn ja nicht zwingend. Du hast auch Bombos und Firerod, du hast den Hammer, um zu Coldstair zu kommen. Absolut korrekt. Ice Palace ist full clearbar. Vielleicht nicht 100% in Logik. Die rechte Seite kann Hookshot-locked sein, aber Coldstair könnte zumindest logisch erreichbar sein. Muss nicht zwingend, aber könnte. Und ich meine, es sind 3 Items, es ist ein Crystal Dungeon. Warum nicht? Ne? Vorausgesetzt, man traut sich auf 6 Herzen Greenmail Coldstair zu machen. Was jetzt auch nicht unbedingt angenehmer ist als die Motte zum Beispiel. Aber Tofu jetzt auf dem Weg in Swamp rein, in Skull Woods. Und ich denke, sie wird da jetzt auch auf zur Motte. Zumindest erstmal in die Front. Ja, geht direkt in den hinteren Teil. 6 Herzen Greenmail Motte ist schon gefährlich. Wir haben eine Fee, das heißt, wir haben ein bisschen Reserve, wir haben das Master Sword, wir haben den Hammer. Also wir haben durchaus ordentlich Bewaffnung. Tofu hat auch noch eine Blue Potion einstecken. Von daher. Möglich ist es. Aber es ist vielleicht nicht unbedingt so angenehm. Einmal warten auf den Wallmaster Express. Mit einer etwas enttäuschenden Hype Cave hier. Oh, da wurde Tofu gerade nochmal wieder vom Wallmaster erwischt. Aber ja, der Weg ist ja zum Glück noch nicht so weit weg. Da glaube ich nur 2 Räume. Ja, trotzdem nerviger Zeitverlust. Man kann den Wallmaster eben mit dem Schädel abwerfen, wenn man trifft. Und wenn man nicht trifft, dann braucht das Master Sword eben 2 Schläge. Gegensatz zum Tempered Sword. Und wenn man dann eben nur einen macht und dann runterläuft, ja, dann läuft man doch noch in die Hand. Das passiert ab und zu mal. Ist aber auch nicht so schlimm. Aber ja, schauen wir mal, wie sich Tofu anstellt im Kampf gegen die Motte, wenn man denn hinkommt.
Die Jellies haben momentan was dagegen. Von Magic Drop natürlich relativ angenehm gerade hier. Und der nächste Wallmaster. Ja, und Luckwurst Joe hat sich jetzt auch entschieden, im Gegensatz zu Tofu, nachdem der Schmied eingesammelt wurde, direkt den Schmied wegzubringen und war jetzt noch nicht an der Pyramide, wo er hätte den Sumaria finden können. Ja, das wird tatsächlich interessant sein. Dieser Spot auf der Pyramide ist immer sehr, sehr unangenehm. Nun, wir haben mit Desert Palace und Tower of Hera zwei theoretisch recht schnell machbare Red Crystals. Das heißt, Luckwurst würde vielleicht nicht ewig darauf warten müssen, eben um an diesen Sumaria zu kommen. Aber wenn eben Buch und oder Spiegel in Turtle Rock sind, ja, wobei der Spiegel eher, vor allem wenn wir den Hookshot finden, um dorthin zu kommen, dann kann das durchaus unangenehm werden für Joe, der jetzt erstmal einige andere Sachen machen würde, bevor er eben diesen Sumaria findet. Und Ice Palace ohne Cane of Sumaria ist gleich einfach mal nur noch ein Viertel so attraktiv. Und ja, richtig erkannt von einem Tracker Darkness Link, Swamp Palace tatsächlich das zweite Pendant. Tofu. Viel mit dem Fire Rod gearbeitet, dann jetzt einmal die Blue Potion getrunken und das sollte nochmal genug Reserve mal geben, um die zu besiegen. Ja, kleiner Fistbar. Aber ich glaube, wir haben noch kein Item gesehen aus Skywoods, oder? Nee. Ich meine, sie ist jetzt direkt dahin gegangen, hatte, glaube ich, das erste Item gehofft, dass sie auf der Motte lag, aber wurde leider nur enttäuscht durch einen Kompass. Ja, genau. Wir haben jetzt eben die Vanilla Big Key Chest gesehen und die Motte und einmal Karte und Kompass gefunden, also ja, Dungeons-Items sind so weg, oder sind jetzt weg, jetzt sind nur noch Schlüssel und Items da. Man sollte das Item unter der Brücke aber nicht vergessen. Gut, dass Krawaldruck nochmal dran gedacht hat. Falls hier ein Item liegt, wäre es dann nämlich gar nicht so schlecht, das mitzunehmen. Luckwurst geht jetzt aber erstmal von vorne rein in Skywoods und dort finden wir einen grünen Rubin. Ja, gibt Hilfreicheres. Und das zweite Item ist der Fire Shield. Auch da geht's hilfreicher. Ja, also ich würde sagen, da ist Skywoods wirklich leer. Ich glaube, Schilder. Ich glaube, bei Runnern bei dieser Klasse, ich denke nicht, dass sie so sehr angewiesen sind auf Schilder. Beispielsweise auch später bei der Laser Bridge. Glaube ich nicht. Genau. Krawalltuch hat übrigens festgestellt, was passiert, wenn man eine Fee hat, wenn man Death Warpen will. Und zwar, dass man nicht so schnell Death Warpt, wie man hofft. Ja, ich sehe es auch an der Facecam, dass es dann gemerkt hat, oh, ich hatte ja eine Fee in meiner Tasche. Ja. Sieht man häufiger, als man eigentlich meinen sollte, dass man das sieht, auch von den erfahrensten Runnern. Aber es passiert dann doch immer sehr, sehr schnell, wenn man dann halt eben gedanklich im Routing schon drei Schritte weiter ist und dann halt eben doch im Hinterkopf irgendwo nicht mehr geachtet, dass da noch eine Fee war, ja, dann passiert das doch immer wieder mal. Aber, muss man auch mal sagen, wir sind noch auf Greenmail unterwegs und die gibt los in Skywoods. Machen zwei Herzen Schaden, das heißt, der Death braucht auch nur 6 Herzen. Eine Blue Mail. Stimmt. Das ist richtig. Also Tofu war noch auf Greenmail unterwegs und dann geht natürlich der Death Orb auch entsprechend schnell. Und jetzt sehen wir, der eine macht das, was der andere gerade jetzt nicht vorher gemacht hat. Halt, Tofu sucht die Items und Joe, der schon die Items jetzt hat, geht zum Boss. Ja. Beide nutzen hier für den Raum auf den Weg zum Motte des Aether, um einmal die Gyptos aus dem Weg zu räumen. Nicht die schnellste Variante, aber eine Methode, um das Ganze sehr, sehr sicher und relativ ressourcensparend zu erledigen in dem Raum, das Ganze einfach wesentlich entspannter zu machen. Und dementsprechend eine gute Option für Runner, da das Ganze, falls man dran denkt, eben sich einfacher zu machen.
Mostro hier mit keinem guten Start in den Mottenkampf. Die hält sich doch sehr an die Stachel gerade. Ja, und da hilft auch keine Blue-Mail. Den Stacheln ist ja egal, was man für eine Mail trägt. Da ist immer ein Herzschaden drin. Ja, dann einmal die Fee raus. Dann wir Tofu jetzt auf dem Weg einmal Richtung Meierstedt erleben. Wir könnten schon nach Missouri Meyer reingehen und es clearen. Frage ist, möchte man ohne Bogen unbedingt Vitrius bekämpfen? Und auch wieder hier 6 Herzen und eine Green Mail. Und wir können es auch gar nicht. Ach, wir brauchen also Quake. Das ist ärgerlich. Ja, das ist korrekt. Ja, ist es so ärgerlich? Ich weiß gar nicht, ob Tofu da jetzt so unglücklich ist, jetzt noch nicht reinzumischen. Ah, da ist die andere Mail. Das macht das Ganze auf jeden Fall schon mal angenehmer. Und jetzt mit Blue Mail 6 Herzen da. Könnte man vielleicht auch schon einmal mehr Richtung Ice Palace denken. Ich denke mal, also, das... Tofu hatte jetzt sich gerade auch Safety geholt, war bei Magic Hut, hat sich, glaube ich, eingedeckt mit Blue Potions. Wäre wirklich eine gute Möglichkeit. Entscheidet sich jetzt aber vielleicht erstmal zu Sahasrara zu gehen. Da waren keine anderen beiden Runner und da sind eben entsprechend noch 3 Items, die wir uns abholen können. Wobei vielleicht war Luckwurst schon da. Er hatte ja ein bisschen Zeit, wo das Bild ein bisschen stand. Wenn das der Fall wäre, dann würden wir jetzt sehen, was wir fast passt hätten. Kann es nicht hundertprozentig sagen. Es war aber auch nicht sehr eindrucksvoll. Ja, Luckwurst möchte jetzt hier noch die Truhe öffnen. Ich weiß gar nicht, ob er so auf dem Schirm hat, dass er beide Items schon raus hat hier. Die waren ja direkt nacheinander in der Front. Ich weiß jetzt nicht, welches dritte Item er hier noch sucht. Ja, wahrscheinlich, vielleicht hat er sich auch gerade verzählt und hat die ganze Zeit nur ein Item getrackt und hatte wahrscheinlich das den grünen Rupi übersehen. Möglich. Ja, ist jetzt glaube ich auch irgendwie gerade am nochmal im Kopf durch nachgehen, was denn hier jetzt irgendwie der Fall war, weil es sah leicht verwirrt aus. Ja, und auf Tofus Seite, sie hat sich jetzt wirklich entschieden, ich mach Eis, ich kann es abschließen. Okay, das ist eine Methode, die tatsächlich durch die Position gerade sehr gut funktioniert hat, aber ich glaube nicht, dass das so geplant war. Aber man muss tatsächlich sagen, ohne Hookshot, die Pengator hier tatsächlich nicht so einfach zu besiegen. Die meisten erfahrenen Spieler würden wahrscheinlich zu einem der Bomben-Setups greifen, denn die Bomben würden die Pengator eben halt auch mit einem Treffer töten. Das ist aber nicht ganz so leicht, man braucht halt 2 spezielle Bomben, wenn man das alles sehr schnell machen wird. Sonst wird es langsam. Eine Alternative wäre das Quake-Medaillon, das wir jetzt aber auch nicht haben. Man hätte auch Bombus nutzen können, das wäre jetzt vielleicht die Alternative noch gewesen für Tofu. Auf der anderen Seite möchte man hier vielleicht auch so ein bisschen versuchen, Magie zu sparen. Für Goldstair. Wenn man denn hier noch kein Temperzot hat, dementsprechend. Und Joe wurde gerade von Agina enttäuscht, da war doch nur ein kleines bisschen Liebe drin. Ja. Ja, schöne Icebreaker von Tofu. Bisschen gedauert, aber im zweiten Versuch dann durchgekommen. Und direkt einen Herzcontainer gefunden. Der Big Key, der ist auf der rechten Seite, damit ist die Ice Palace möglicherweise komplett Hookshot-locked oder gar nicht locked. Na, das Temper-Zaut ist natürlich sehr angenehm hier gerade. Ja, vor allem jetzt nachher gegen den Fight gegen Coldstair, auch mit einem Master Sword, nicht so schön. Hat jetzt auch nur jetzt keine Half-Magic, sie hat zwar
Blue Potions und der Spiegel. Boah, das ist nett. Ja, und damit. Fein. Ja, und damit Joe hier eben so mit diesem kleinen Problem. Was genau macht er? Denn er hat eben diesen Somaria noch nicht. Und ohne Somaria ist Ice Palace halt so eine Sache so. Möchte man da wirklich rein? Ja. Aber in diesem Seed müssen wir quasi rein, denn der Spiegel öffnet uns den Berg, damit höchstwahrscheinlich auch Third Rock, den wir folgieren können. Das sind gefühlt 30 Millionen Items, die dort oben sind. Und ja, also ich muss sagen, Tofu, erstes Turnier, erstes Spiel gegen einen durchaus erfahreneren Spieler, auch wenn Joe durchaus eine etwas längere Rando-Pause gemacht hat. Und ja, sieht absolut gut aus bis hierhin. Also gute, sauber getroffen. Execution hält bis hierhin. Das sieht gut aus. Schauen wir mal, ob das Ganze auch so weitergeht. Kampf, ja. Na, jetzt muss man ein bisschen vorsichtig sein. Treffer tötet jetzt. Oh, ja, der eine war ein bisschen knapp, aber Coles, der ist besiegt. Da sieht man auch die Freude. Und wird belohnt mit einem Schlüssel. Prima. Mir wurde gesagt, wenn man der kleine Schlüssel auf Coles legt, dann wäre der Dungeon sogar auch Somaria lockt. Ja, ist der Fall. Die Logik setzt voraus, dass du den Ken auf Somaria hast, um den Dungeon abzuschließen. Ja, es ist tatsächlich. Lapwus Joe jetzt auch in Eis, aber ohne Somaria, ohne Hookshot. Also, es ist hier auch tatsächlich festzuhalten. Ich kann noch momentan nicht genau sagen, ob Ice Palace jetzt Hookshot-locked ist oder nicht. Denn ich weiß nicht, wo der zweite kleine Schlüssel liegt und der wäre wichtig. Ist der in der Big Chest, dann wäre Ice Palace tatsächlich Hookshot-locked. Ist der im Ice Tea Room, dann wäre Ice Palace überhaupt nicht locked. Ja, außer Calls der. Mit Somaria. Ist aber eigentlich auch nicht so relevant, denn der Spiegel ist jederzeit zugänglich, egal wie, von was oder wo. Und dementsprechend der Mountain absolut einwandfrei, komplett in Logik mit allem, was wir haben. Und ja, es sieht einfach danach aus, als ob es hier dann auch so weitergeht. Ja. Aber ja, ich spreche es nochmal an, jetzt hier Lackwurst, eventuell mit dem Problem, wird jetzt hier auf den Mountain gehen ohne den Somaria. Das heißt, wenn jetzt tatsächlich die nächste Progression in Turtle Rock ist, was der Seed zumindest durchaus nahe liegt, dass das sein könnte, ja, wird er jetzt hier erstmal nicht mitnehmen können. Wird er nur den Spiegel finden, kann dann zwar die Red Bomb machen und mit der Red Bomb wird er den Kane dann auch finden, aber dann müsste er halt nochmal extra auf den Mountain laufen. Wenn jetzt nichts in Turtle Rock ist und wir das am Ende einfach go-boden könnten, dann wäre es für Joe tatsächlich wieder gar nicht so ein großes Problem. Weil dann könnte er tatsächlich das Ganze einfach mit GT verbinden. Es ist dadurch, dass Krevoltofu jetzt schon auf dem Berg ist, wird sie auf jeden Fall nochmal runter müssen und dann nochmal auf dem Berg. Und in dem Fall wäre es gar nicht so ein Problem. Das größere Problem für Joe tatsächlich ist, dass er jetzt hier gerade nicht den Icebreaker machen kann, sondern über den Bombjump durch den Ice Palace muss, sondern das ist deutlich langsamer, wenn man Ice Palace voll cleart. Big Key in Hera Basement. Kam auch ein Item schon raus. Man könnte jetzt an dieser Stelle tatsächlich überlegen, ob man Hera erstmal liegen lässt und auf die rechte Seite des Berges geht, weil da doch viel, viel mehr Items sind. Und dass man dann später mit dem Spiegel nochmal wiederkommt oder hofft, das Ganze sogar für GT dann mit dem Hookshot machen zu können. Wobei man jetzt aber auch sagen muss, tatsächlich der Hookshot, der könnte in diesem Seed dieser kleine interessante Faktor werden. Denn wir haben Swamp Palace als Pendant, das heißt, wir brauchen den Hookshot nur für GT. Also meinst du, der Hookshot kann in GT liegen, oder? Oder glaubst du, die sind in der Lage? Ich habe so gehört, dass gewisse Leute keinen Hookshot brauchen, um GT auch abschließen zu können.
Ja, ich habe auch gehört, solche Leute soll es geben. Ich bin aber zumindest ziemlich sicher, dass keiner von diesen Leuten momentan in diesem Race aktiv ist. Dementsprechend denke ich, wir werden den Hookshot schon sehen müssen. Auch hier, Joe müsste eigentlich alle drei Items haben. Zählt sich jetzt wieder, aber wir werden jetzt gleich sehen, ob Ice Palace Hookshot Lock ist. Und nein, Ice Palace ist nicht Hookshot Lock. Das heißt, deine Frage, kann der Hookshot MGT sein? In diesem Seed wäre es möglich. Wir haben die Boots, um nach Mizzlemeier reinzukommen. Und, ja. Es wäre möglich, dass der Hookshot tatsächlich ein GT ist. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, denn der Hookshot wird tatsächlich dann doch für sehr, sehr viele Truhen logisch einfach schon in GT gebraucht. Und in Kombination mit der Key-Logik wird da eigentlich meistens sehr schnell ein Strich durch die Rechnung gemacht. Aber ja, die Hookshot-Frage kann in diesem Seed tatsächlich durchaus noch interessant werden. War ein bisschen knapp, hat gerade noch auf so einem halben Herz überlebt. Ja, das wäre auch ärgerlich. Ich glaube jetzt, er hat ja kein Sumaria, bis dahin dann wieder zum Kolzia zu kommen. Ich glaube, ich hätte ihn dann erstmal zurückgelassen und dann wäre ich wahrscheinlich später zurückgekommen. Ja, wäre wahrscheinlich auch die schlauere Variante gewesen. Es wäre kein Item mehr in Ice Palace gewesen. Er hat mit dem Spiegel eben die Logik bekommen, die ihm auf dem Berg weiterführt. Ja, aber jetzt wird es eben spannend, weil jetzt haben wir die Situation. Joe wird höchstwahrscheinlich auf den Mountain gehen, weil, sind wir ehrlich, er hat jetzt da oben einen Crystal und einen Red Crystal mit Hera. Ja, wobei, er könnte vielleicht auch erst Desert machen, in der Hoffnung, dass er den Kay noch vorher bekommt. Das könnte ich vielleicht sogar sehen. Ne, geht direkt auf den Berg. Vielleicht auch erstmal nur den alten Mann abgeben. Wäre vielleicht in Joes Position tatsächlich sogar schlauer, erst nach Meyer zu fliegen und dann Desert zu machen. Eben in der Hoffnung auf den Kane, dass man den halt auf dem Mountain mitnimmt. Aber ja, wir sehen. Turtrock ist Aether, full clearbar. Ja, was suchen wir noch? Wir suchen noch einen Bogen und wir suchen Quake und wir suchen eben dann noch den Hookshot. Zwei Blue Potions und Krawalltofu sagt sich, warum er den Mountain überhaupt machen? Ich mach einfach erstmal Turtle Rock. Ich meine, es ist ein Crystal, den man full clearen kann. Das ist jetzt nicht unbedingt die verkehrteste Entscheidung. Ja. Wir haben auch noch keinen Hookshot, das heißt, Hookshot Cave könnten wir noch nicht machen. Oder zumindest nur die erste Kiste machen. Von daher. Wo auch in der ersten Kiste der Hookshot liegen kann. Ja. Das erste Mal. Das kann natürlich absolut sein, aber wir werden sowieso durch Third Rock durch müssen. Und ja, vielleicht dann in der Hoffnung darauf, dass die Items eben mitten auf dem Weg liegen. Bei Tofu jetzt kommt ein Raum, den ich am liebsten mit einem Hookshot in der Hand haben möchte. Weil ja ohne Hookshot ist er für mich so unglaublich langsam, diese Fackeln zu entzünden. Ja gut, die meisten denken überhaupt erstmal gar nicht dran, dass sie gerade keinen Hookshot haben und müssen dann nächste Runde drehen oder Krawalltofu. Macht's erst richtig, vergisst es dann und macht's falsch und erinnert sich dann, dass es eigentlich doch funktioniert wie die erste Runde. Ja, das sind dann halt eben noch so diese Nervositäten. Der Chat fragt gerade, wo lag der Sumaria? Der Sumaria liegt auf der Pyramid Ledge. Ja, Krawalltofu hat in der Dark World einmal die große Runde gedreht, ist nach Hype Cave mit dem Schmied noch einen Check weitergegangen und hat auf der Pyramide einen Kane gefunden. Absolut in Logik zu dem Zeitpunkt. Joe wollte das nicht. Was absolut verständlich ist, denn der Weg zur Pyramide ist lang für einen einzelnen Check. Und hat jetzt eben genau dieses Problem. Kann nicht nach Third Rock rein. Es muss nicht unbedingt schlimm sein für ihn. Wie gesagt, wenn Tofu hier jetzt in Third Rock nichts findet, kann Joe Third Rock nachher Go-Moden und mit GT verbinden. Na, wenn die Progression draußen auf dem Mountain liegt, wäre das vielleicht gar nicht so schlimm, denn Joe hat mit dem Spiegel Zugang zur Red Bomb.
Hera ist der eine Red Crystal, Desert, der erfolgklärbar ist, ist der andere Red Crystal. Mit der Red Bomb würde Joe den Kane finden. Von daher, es ist sehr, sehr viel vielleicht jetzt gerade für beide Runner in diesem Third Rock mit dem Kane verbunden. Eins auch das zweite Item für Joe in Hera. Diesmal erinnert er sich zumindest anscheinend dran, dass er beide Items raus hat. Geht direkt zum Holdown, lässt die Big Chest liegen. Small Key in der Large Chest. Und bisher in Turtle Rock haben wir, glaube ich, noch nichts gefunden. Bis außer Schlüssel und Dungeon-Items, glaube ich. Also ich glaube, ein Kompass hatte ich, glaube ich, bis jetzt nur gesehen. Ja, es sind Turtle Rock auch gar nicht so ungewöhnlich. Die Items sind eher im hinteren Teil, denn vorne hast du 4 Truhen, mindestens 2 davon müssen kleine Schlüssel sein und dann kriegst du eine Truhe mehr und dann muss der Big Key irgendwo in den ersten 5 Truhen aufgetaucht sein, weil sonst kommst du einfach nicht mehr weiter. Dementsprechend vorne meistens eine Menge Schlüssel und ja, die Items kommen dann eben ab der Big Chest, ab Mimic Cave und dann Richtung runter, oder runter Richtung Laser Bridge. Und Lockwood Joe, er hat jetzt sich entschieden, ich habe den Spiegel und jetzt auch nochmal jetzt East Death Mountain, das was ja Krawall Tufu noch nicht gemacht hat. Sie hatte sich ja sofort für Turtle Rock entschieden nach Hera. Ja, das ist auch der Unterschied zwischen den beiden, denn Joe kann Turtle Rock ohne den Kane eben nicht machen. Man muss also jetzt hier eben, oder in Anführungszeichen muss eben die Checks hier draußen machen. Ja, wird sich zeigen. Also Spiral Cave war schon mal nicht wichtig. Genauso wenig wie Mimic Cave. Aber Joe wird uns jetzt erstmal einen Haufen Items hier zeigen, draußen auf dem Berg. Die Tofu wird sie sicherlich auch noch mitnehmen, all die Items. Hier wird es nur erst nach Third Rock dann machen. Es sei denn, wir finden jetzt gleich hier in Third Rock einen Bogen, einen Hookshot und einen Quake Medallion, weil dann wäre man im Go-Mode. Paradox Cave. Ja gut, da ist ein Bogen. Der Bogen, der könnte doch Joe auch wieder zur Pyramide führen, weil ich sehe ja, Pot ist ja auch ein Crystal. Meinst du, dass er dann nochmal bei der Pyramide vorbeischaut? Aber er hat ja die Flöte, ne? Ja, mit der Flöte, Pot, kannst du dann halt einfach direkt übers Portal erreichen. Das heißt, Pot heißt nicht zwingend Pyramide für Joe. Wie gesagt, Joe hat Zugang zur Red Bomb. Das sehe ich hier als wahrscheinlicheren Punkt für ihn, um zur Pyramide zu kommen. Es wäre halt Desert, was er dann als nächstes machen müsste dafür. Dann kann er die Red Bomb direkt abgeben. Und könnte das dann vor oder nach Port machen, je nachdem wie er möchte. Das ist eher die Gefahr allerdings dadurch, dass Green Pendant East dann eben halt nur ein Spiegel von Pot weg ist und das eben auch 4 Items sind, dass es ihn vielleicht eher dahin zieht. Wobei Gefahr in Anführungszeichen, weil noch wissen wir nicht, wo unsere verbleibenden Items sind und vielleicht ist ja eines davon in Green Pendant Easter. Wir finden hier auf jeden Fall auch erstmal die Schaufel noch auf dem Berg. Dann ist Tofu an der Laser Bridge angekommen ist, erstmal das letzte Schwert findet. Hat die Safety Door genommen, von daher jetzt nicht so schlimm. Tofu oder Lackbus Joe sieht, dass es Ether ist, checkt jetzt noch die erste Kiste in Hookshot Cave. Oh,
Und der zweite Bogen. Ja, gut. Ja, kann man machen. Also ich würde auch nie Nein zu Silvers sagen. Also ist immer ein netter Bonus. Tofu hier mit leichten Problemen bei den Laserskips. Das ist tatsächlich nicht so einfach, es ist aber logisch vorgesehen. Tatsächlich in Advanced Placement Logik. Und damit rustet sich jetzt aber durch. Da ist der Key. Ach, und hier Lapuchow, das Puder von Floating Island. Also ja? Könnt ihr dann noch Magic Bed checken. Genau. Oh, und die Karte, das heißt, ein letztes Item noch auf Trinex. Und ja. Joe hat anscheinend irgendwo den Burner her. Ich habe gerade nicht so aufgepasst. War der irgendwie mit in Paradoxcape oder? Den hatte ich jetzt auch noch bis jetzt übersehen. Damit auf jeden Fall Spike Cave auch in Logik, deswegen ist Joe hier auch drin. Tofu findet gerade raus, dass die Anti-Fairy nicht so sehr mag, dass man versucht, mit dem Boomerang den Schalter zu treffen. Aber jetzt auch Tofu auf dem Weg zu Trinex. Aber mit einem Buttersword wahrscheinlich. Keine große Herausforderung. Drei Slashes mit Butter für die beiden Köpfe jeweils. Der Chat sagte, der Burnerstab war in der Paradox Cave. Und Tofu stellt leider fest, dass Trinex ordentlich Schaden macht. Und ja, manchmal sind die Köpfe sehr gut im Ausweichen. Nimmt jetzt hier einen unglücklichen Tod hin. Ja, kostet eine Minute, möchte man jetzt nicht unbedingt haben, aber mit der Safety Door, die genommen wurde, jetzt auch nicht das allergrößte Problem. Joe geht jetzt das Powder checken. Oh, nimmt sich dann jetzt auch die Purple Chest mit. Dass wir den Hookshot in der Purple Chest finden. Im zweiten Anlauf gelingt der Kampf gegen Trinex für Tofu und findet den Hookshot auf Trinex. Das ist natürlich super praktisch. Ich meine, direkt nebenan haben wir die Hookshot Cave. Da wird sie dann auch wahrscheinlich gleich auch ihren. Oder sie wird ja auf den ganzen Berg beide Bögen abholen, kann aber im Gegensatz zu Lapus Joe auch die Hookshot Cave komplett ausräumen. Ja. Aber es sind drei Checks, die Joe jetzt nicht gemacht hat. Aber wenn in diesen drei Checks jetzt nichts ist, dann ist der Hookshot bis hierhin auch absolut nicht nötig. Das heißt, wenn der Quake nicht hinter diesem Hookshot ist und Lacrosse Joe sich entscheidet, eben die Red Bomb dann zeitig zu machen, dann ist dieser Hookshot absolut kein Vorteil für Tofu. Und ne, die Hookshot Cave war ziemlich viel gar nichts. Ja, ich meine, der Bogen für Tofu weiß noch nicht, dass sie das Silvers halt direkt nebenan liegen hat. Ja, und wenn jetzt das Quake in Pot liegt und Joe geht jetzt wohl anscheinend Desert machen, das heißt, wenn er bei Zeiten zur Pyramide kommt, findet er den Kane. Also dieses frühe Play Richtung
Pyramide für Tofu, was nach einem möglicherweise spielentscheidenden Gamble oder nach einer spielentscheidenden Entscheidung ausgesehen hat. Ist vielleicht gar nicht so relevant gewesen, das Ganze. Das wird sich zeigen. Ich meine, immerhin, weil es bleibt immer noch auf jeden Fall der Unterschied, Lacoste Joe hat den hinteren Teil von Thiefstown gemacht, der unnötig war. Das heißt, hat dadurch einen Rückstand oder hat dadurch einiges an Zeit verloren, die Tofu wahrscheinlich nie investieren wird, denn dafür wird es wahrscheinlich keinen Grund geben. Und ich denke, die Redmail, die da Lockwood Show gefunden hat, die wird diese verlorene Zeit auch nicht wettmachen. Nein. Tofu hat eine Blue-Mail, da ist Quake in Desert. Und ja, jetzt ist die Frage, wann Joe die Red Bomb macht. Er hat noch einen kompletten Palace of Darkness, den er machen kann als Crystal. Das heißt, vielleicht ist das attraktiver, als eben die Red Bomb zu machen. Er sucht noch den Kane, er sucht noch den Hookshot. Ja, und das Schöne ist, wo jetzt auch Quake, da jetzt Desert? Oder wo war das jetzt? Ja, in Desert. Ja. Kannst du dann super mit Maya sofort mit verbinden. Ja, wäre für Tofu der Fall, aber ja, es ist tatsächlich eine sehr, sehr interessante Situation und Tofu auf dem Weg Richtung Home Road. Also hier ist tatsächlich noch nicht unbedingt alles entschieden. Es bleibt trotzdem immer noch, ne, oder Tofu ist trotzdem im kompletten Turtle Rock Phone. Das muss man mal festhalten. Das ist nicht wenig Zeit, auch im Go-Mode. Ja, beide müssen noch zurück auf den, ne, oder beide müssen noch mal auf den Mountain zurück. Ja, beide müssen noch durch Port durch und dadurch, dass Tofu den Hookshot eben schon hat, kann sie gleich nach dem Fund von Quake alles go-moden, was da geht. Lacoste Joe wird noch die ein oder andere Truhe aufmachen müssen auf der Suche nach dem Hookshot, es sei denn, er möchte halt das Risiko gehen. Aber theoretisch für Joe, wenn er jetzt die Route richtig spielt, wäre er gar nicht so weit weg. Trotzdem, einfach die bisherige Route, die Tofu genommen hat, ist so brutal effizient gewesen in dem Seed, dass das verdammt schwer wird aufzuholen. Ja. Und da sehen wir die Reaktion, das ist Quake, das ist Go-Mode, verglisst vielleicht sogar glatt noch, dass ihr den Big Key braucht. Was? Joe, geht er nach Port? Geht nach Port. Die nachvollziehbare Entscheidung würde ich sagen, es ist einfach ein Crystal Dungeon, den du noch full clearen musst. Es sind 5 Items drin. Hätte ich in seiner Situation auch gemacht. Genau. Und die Red Bomb, es sind 2 Checks. Ne? Gut, du hast die Pyramide damit als dritten, wenn du so willst. Aber ja. Einfach die Tatsache, dass eben Tofu alles ab jetzt go-moden kann und Joe eben noch suchen muss nach dem Kane, noch suchen muss nach dem Hookshot, wo man dann halt eben nicht dazu geneigt ist, eben all die Truhen auszulassen, die man potenziell auslassen könnte. Ja. Die machen es auf jeden Fall hier jetzt nicht einfach nochmal zurückzukommen. Und Tofu mit 12 Herzen, Blue Mail, Butter Sword, Silvers und 2... Inzwischen sogar 3 Flaschen, 2 davon mit Blue Potions befüllt. Eine mit einer Biene.
Gut, die könnte man nochmal eintauschen. Wir haben noch ein bisschen extra Geld. Aber es gibt eigentlich nicht viel, was noch große Probleme machen sollte. Das Einzige, was jetzt halt wirklich noch einem in die Quere kommen kann, das sind die eigenen Nerven. Anspannungen im ersten Race, im Turnier, direkt mit Restream. Und dann eben. Aber hier von Tofu sauber runtergespielt in der Monolast mit den Firewatt. Joes Internet sagt sich, na, mal kurze Luft holen. So, von Tofus Seite würde ich mir jetzt, wäre ich jetzt auf in Tofus Platz, würde ich mir jetzt ein Gottmeier wünschen, damit ich ja nicht ewig nach dem Biki herumsuchen müsste. Ja, wäre auf jeden Fall sehr angenehm. Kurzer Mirrorbonk, passiert mal. Da sucht man sich dann ein bisschen eben seine Stellen, wo das nicht so einfach passiert. Ja. Kleine Sache, an die man denken müsste, Krawalltofu hier kann jetzt nicht den normalen Spooky Action Glitch nutzen, den man normalerweise immer sieht, der unten mit der Flöte beginnt, denn das Aufsammeln des Crystals aus Desert hat diesen Wert resettet. Man müsste also einen der alternativen Spooky oder eines der alternativen Spooky Setups machen, die nicht so sehr verbreitet sind, die man eher bei, vor allem bei, glaube ich, All Dungeons Speedrunnern von Link to the Past sieht, wo der dann genutzt wird. Aber ansonsten sollte hier in Maya eigentlich auch nichts großartig Probleme machen. Wir haben die Silvers. Wir haben das Powder inzwischen, das heißt, da kann man sich dann auch nochmal hochheilen, wenn man will. Also, ja, man kann eigentlich wirklich sich nicht beschweren. Nochmal ein extra Herz, Sankhart, nochmal den extra Refill. Ja, Luckwurst Joe immer noch auf der Suche nach seinem Hookshot. Wir wissen, der wird den Hookshot dann nicht finden. Genauso, was Sumaria angeht. Die liegen ja ganz woanders. Und ja, ist der Goldmeier. Genauso möchte man ihn eigentlich haben. Hat das Powder auch schon gezückt. Macht sich hier keine großen Gedanken um den Spooky Action Glitch. Ist auch nicht so tatsächlich wirklich wichtig. Also gut ausgeführt, spart einem um die 20 Sekunden rum. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Aber man kann das Ganze halt auch einfach ohne spielen. Ziehen wir mal Tofu. Mal schauen. Wenn man dran denkt, hier nicht den Schalter erst umzulegen, jawohl. Passiert dann mit Spooky auch ganz gerne mal, dass man beim Godmeier dann aus Versehen eben doch schon den ersten Schalter hier umlegt und ihn dann nochmal umlegen muss. Lachwurst Joe hat gerade noch einen Pilz gefunden. Na, vielleicht wird er dann sich später auch nochmal versuchen, vielleicht zu Fuß hinzugehen. Also mit dem Spiegel. Also mit der Flöte könnte der Pilz direkt so abgeben, also das wäre jetzt nicht das Problem. Zu Fuß hingehen würde ich dann eher sagen, dass er das mit Catfish kombiniert machen wollen würde. Und das wiederum würde ich sagen, dass er das mit der Red Bomb kombiniert machen wollen würde. Und das wiederum würde bedeuten, dass er den Kane findet und dann wahrscheinlich gar nicht mehr zu Catfish will, weil dann braucht er nur noch den Hookshot und kann bis nach GT gehen. In Joes Position würde ich sagen, so wie das sieht, bisher nicht so ganz toll lief, dass er da dann nicht auch noch den Pilz abgeben wird, sondern sagt, okay, irgendwo Risiko eingehen auf Richtung GT. Tofu auch schön mit den Silvers. Vitri ist ganz fies gepiekt. Und belohnt wird mit einem Crystal. Hab auch schon Nummer 6 tatsächlich.
Tofu hier auf einer sehr zackigen Pace unterwegs. Also der Seed ist wirklich im Vergleich zu dem einen oder anderen, den ich heute schon gesehen habe, durchaus angenehm. Ja, und ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wo der Bicky war, aber jetzt kann den halt Kampaltufo auch so go-moden. Also ja, sie muss jetzt nicht zwingen, irgendwie jede bis ins hinterste Eck von Potter irgendwie durchrennen. Sobald sie den Bicky hat, ich würde spiegeln und dann direkt zum Boss rennen. Je nachdem natürlich, wo ich dann gerade stehe. Ich habe tatsächlich leider nicht aufgepasst, obwohl ich es eigentlich so ein bisschen vorhatte, aber ja, für Tofu geht es wirklich nur noch darum, den Bicky zu finden hier in Pott und ja. Dann kann man aufgehen Richtung Boss. Ah, und der Chat hat mir gerade schon geholfen. Der Bicky liegt da bei den vier Schildkröten, also quasi der Raum vor dem U-Turn. Nicht unbedingt so, wie man das sehen wollen würde, denn Bicky hinten bedeutet, man räumt die Front auf jeden Fall komplett leer. Aber noch relativ schnell wäre es schlimmer, wenn er zum Beispiel in Dark Mist liegen würde, weil man dann erst die anderen Truhen alle aufmacht, wo man dort dann rüber geht. Es kommt so ein bisschen Joe entgegen, das bedeutet nämlich, dass Tofu so ein bisschen mehr vom Dungeon machen muss, als es der Fall hätte sein können. Aber ich meine, der Unterschied bleibt bestehen. Wir sehen, dass Joe jetzt immer noch Maya und TA machen muss und Tofu kann nach Pott eben schon Richtung GT aufbrechen. Der Unterschied ist groß und Joe hat halt immer noch nicht den Kane gefunden. Also es ist einfach wirklich ein riesen Vorsprung, den Tofu hat. Und ja, das Buch, das jetzt hier auch noch gefunden wurde, kann natürlich auch noch verleiten. Und ja, Joe macht etwas, was ich durchaus nachvollziehen kann, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte, was der Bogen eben tut. Er verleitet dich, nach Green Pen in Eastern reinzugehen. Das sind vier doch recht schnelle Items im Vergleich zu manch anderen Sachen, die du machen kannst. Ja, und das ist zum Beispiel etwas, das wird Tofu auf gar keinen Fall mehr machen. Und ja. Ist so ein bisschen eben das Beispiel, wie so eine Entscheidung in dem Randomizer Seed manchmal dafür sorgen kann, dass der eine auf der komplett goldrichtigen Route unterwegs ist und der andere eben auf der komplett entgegengesetzten, vollkommen verkehrten Route. Ja, und Tofu jetzt auf den Weg, sich den Bicky abzuholen. Ich denke, sie wird dann auch direkt dann wieder zum Boss gehen. Nimmt nicht den Spiegel, sondern geht einfach durch Harmless Salvador. Öffnet nicht mal mehr die Truhe, denn was soll sie noch finden, was ihr weiterhilft? Silvers hat sie. Goldschwert hat sie. Genug Small Keys hat sie. Oh ja, das ist mir auch schon mal passiert. Dann dachte ich, hey, ich kann zum Boss und da ist ja noch eine Tür. Die wird von mir auch gerne mal vergessen, dass man da doch noch mal einen Schlüssel braucht, um zum Boss zu kommen. Ja. Sollte man zumindest im Hinterkopf behalten. Und auch mit den Silvers
Gegenhelmer, ein Schuss mit David ist auch schon weg. Ich weiß gar nicht, wie viele Schüsse mit dem normalen Bogen braucht man, wenn man ihm den diesen Helm abgeschlagen hat. Acht. Auch acht? Acht. Normaler Pfeil macht Silver Master Sword Schaden in dem Fall. Und ja. Der Silver Arrow, der macht so viel mehr Schaden als alles andere in dem Spiel. Der tötet Helmer dann mit einem einzigen. Ja, und Luckless Joe überlegt noch, was kann er jetzt noch tun? Wo könnten noch die übrigen Gegenstände sein? Das Green Pendant für Joe, das wird er auch noch direkt abgeben. Das wird ihm nur tatsächlich nicht viel bringen. Und Krawalltufu jetzt auch mit dem siebten und letzten Crystal. Ja. Da ist er in den Händen. Das heißt, es verbleibt nur noch GT. Ja, ich habe gehört, da gibt es so ein schönes Spiel. Möchtest du das jetzt erklären? Nö. Du darfst. Ich darf? Okay. Ich habe gehört, Ganon ist ja auch ein ziemlicher Schelm, versteckt auch gerne sein Biki in seinem Tower. Und da gibt es 22 verschiedene Checks, wo man, er seine Schüsse versteckt hat. Ihr dürft gerne raten, wo der hinterlegt wurde. Könnt euren Tipp dazu mit der jeweiligen Zahl in den Chat abgeben. Zu gewinnen gibt es ganz viele Internetpunkte und viel Ruhm und Ehre. Imaginäre Internetpunkte. Ja. Nicht vergessen. Das sind sehr wichtige Punkte dran. Tofu jetzt auf dem Weg zu GT. Geht oben rum? Ja, interessanter Weg. Ich gehe also zu der. Ich laufe rechts lang. Ist tatsächlich eigentlich auch nicht unbedingt der schnellere Weg und erst recht nicht, wenn man dann noch weiter runter springt, aber gut. Es führt zum Ziel. Und der Vorsprung ist ausreichend, als dass es jetzt keinen großen Unterschied macht. Die paar Sekunden werden wahrscheinlich hier nicht unbedingt spielentscheidend sein. Da müssen noch andere Dinge passieren. Und apropos andere Dinge passieren, Joe unterwegs, zumindest mal Richtung Bombos Tablet. Er hat das Buch gerade im Pott gefunden. Möchte vielleicht, dass er dass das Ganze vielleicht irgendwie ein bisschen Früchte trägt. Teil auf dem Tablet. Ja, und geht zurück ins Portal. Schauen wir mal, wird das eine Red Bomb oder wird das tatsächlich der Dip nach Pendant Swamp rein? Das ist eine Option und nö, geht nach oben. Das wird wahrscheinlich die Red Bomb. Und ist auch dann die klügere Wahl. Ich meine, wir wissen, was auf der Pyramid Edge liegt. Ich glaube, da wird er sich freuen. Vielleicht auch ein bisschen gefrustet sein, dass er das Item so lange hat da liegen lassen. Ja, ich meine, man muss dazu sagen, er hat jetzt nicht unbedingt so viele schlechte Entscheidungen getroffen. Ich meine, Green Pendant Thiefstown, der hintere Teil, kann man machen. War sehr früh für die Entscheidung tatsächlich, aber für drei Items ist es jetzt auch nicht unbedingt verkehrt. Wenn da was gewesen wäre, dann hätte das sein großer Vorteil sein können. Und GT wurde übrigens betreten. Genau. Ja. Top beginnt im Hope Room, geht dann nach links rüber. Jetzt wahrscheinlich aber bis zur Eisarmut durchgehen, falls es nichts gibt. Schlüssel auf der Torch, leider in der falschen Größe.
Da sieht er den Kane, ja, und die Reaktion. Ich weiß gar nicht so, wie ich sie hundertprozentig deuten soll. Erleichterung sieht anders aus. Aber ich glaube, da ist schon ein bisschen Frust drin. Ja, es ist so dieses Wissen, man hätte den sehr, sehr früh haben können, aber Joe hat jetzt halt eben auch eine Route gespielt, wo es durchaus Sinn gemacht hat, alles, was er gemacht hat. Es hat sich halt nur nie so richtig angeboten, zur Pyramide zu gehen. Ja. Geht jetzt auch noch tatsächlich weiter Richtung Catfish. Er ist in GT-Mode, das heißt, er sucht nur noch den Hookshot, wenn er dran denkt. Ja, und anscheinend entscheidet er sich auch gerade um, wegen Catfish vielleicht doch zu lang und sagt sich, nee, vielleicht doch nur Crystal spielen und dementsprechend direkt nach Meyer. Ist die richtige Entscheidung, auch wenn dann Meyer wahrscheinlich... ich meine, er kriegt einen Gottmeier, es sind nur zwei Items von Meyer. Ich könnte sogar sehen, dass es tatsächlich riskiert, zumal die erste Kiste, wenn man hier auf die Brücke geht, ist ja schon ein Item. Also ich könnte durchaus sehen, dass es da riskieren würde. Und dementsprechend wäre er gar nicht so weit weg mehr. Da ist dann halt Todrock und GT hinten. Aber das sind natürlich immer noch 10 plus Minuten, was eben... wo ein riesiges Zeitfenster gibt, hier um GT und Ganon zu bekämpfen, ohne großartige Probleme. Und gut, eine Safety hatten wir noch nicht gefunden, das war das Cape, die können wir jetzt auch noch abhaken. Das ist jetzt wirklich nur noch Half Magic, die noch irgendwas hilfreicher machen könnte. Es gäbe noch die Redmail. Ja. Gut, eine Flasche hätten wir auch noch. Es gäbe noch die Redmail für Tofu, die, wie wir aber wissen, in Thieves Town liegt. Das heißt, ja. Da muss schon sehr, sehr viel Erstaunliches passieren, dass Tofu hier nochmal in arge Bedrängnis bekommt. Das weiß man natürlich als Runner immer nie, aber Tofu hat hier durchaus die Zeit. Oh, da ist der Big Key. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13. Das müsste die 14 gewesen sein. Und wer hat denn da dann die 14 getippt? Ich schau mal. Und Joe findet den Big Key, sieht, dass es ein Gottmeier ist, möchte ihn aber nicht wahrnehmen. Hat jetzt ein Item schon gefunden, geht jetzt aber trotzdem nochmal auf die linke Seite. Er weiß eben, dass er den Hookshot braucht. Aber das sind natürlich jetzt alle, aber das sind natürlich alles eben Sekunden, die Krabaltofu nie investieren musste. Und so ist eben dieser Vorsprung dann auch am Ende zustande gekommen. Und Nycro hat richtig gelegen mit der Nummer 14. Das gibt dann eine Handvoll imaginäre Internetpunkte für dich. GG. Gratulation. Auch nochmal eine Gratis-Fee hier von den Gegnern gedroppt. Tofu mit extrem viel Magie im Gepäck nutzt hier das Ether. Bis hierhin auch solide aus. Fireout hier zur Hilfe für die beiden Räume. Jetzt zu Lemmo 2. Ja, und dann Lemmo 2, wie du gesagt hast. Ja. Bleib hier auf dem Buttersword. 2 Slashes pro Lemmo. Spins machen da leider nicht mehr Schaden, als man irgendwie bräuchte.
dementsprechend durchaus solide Strategie und immer noch einigermaßen schnell dabei gewesen. Schon im zweiten. Ja, und ich habe gesehen Westrop bei Luckwood Show, das zweite Item in Maya nur 10 Pfeile. Ja gut, hat man wenigstens welche für Vitrius, aber ich glaube, da hatte Joe auch schon die vollen 30 vorher, von daher waren die nicht wirklich hilfreich. Ist dann natürlich doppelt ärgerlich, wenn man herausfindet, dass der Hookshot tatsächlich einfach auf Trinex lag und man alles hätte links liegen lassen können bis hierhin. Oh, da hat sie jetzt. Zufu ist jetzt doch nochmal runtergefallen bei Moldorm. Genau. Bis hierhin wirklich sehr, sehr stark gespielt, durchgehend durch den Seed. Aber Moldorm macht halt manchmal einfach Moldorm-Dinge. Das passiert auch den besten Runnern immer wieder mal. Aber im zweiten Anlauf klappt es dann doch relativ gut. Fertig. Mit Vitrius wird sich jetzt auf den Weg machen. Noch Richtung Third Rock, aber die Frage ist, wird er überhaupt noch es reinschaffen, bevor Tohu sich... Tohu wird jetzt noch ein bisschen geärgert von den Mini-Helmers. Gern, Kommentar, ja. Ja, man möchte den Dash halt von unten in der Mitte des Raumes eigentlich schon immer treffen, weil wenn man den abbrechen muss, so dieses letzte Stückchen Eis da vor der Treppe, das kann extrem unangenehm werden. Wenn man die Boots hat, kann man natürlich drüber dashen, aber einfach reinlaufen in die Treppe ist unerwartet schwierig. Man kriegt hier ein schönes Pattern. Leider nur Double, glaube ich. Da hat der letzte. Da haben die anderen beiden schlecht geschossen und kriegt hier jetzt aber den letzten Hit hin. Ja. Nochmal einen Schluck trinken zur Stärkung und ja. Einmal noch Gannon. Wir haben Buttersword, wir haben Silvers, Redmail, Cape, Bluemail nur bei Tohu, Cape. Zwei Blue Potions sollten immer noch im Gepäck sein. Gibt also nicht viel, was hier schief gehen können sollte. Und Joe. Noch nicht auf dem Weg Richtung Third Rock. Weiß gar nicht, ob er hundertprozentig auf dem Schirm habe, dass Swampelis nur ein Pendant ist und dass er den Hookshot entsprechend eben nur für TT braucht oder ob er eben bewusst darauf setzt, dass der Hookshot irgendwo nicht auf dem Weg ist. Denn Joe hat ja tatsächlich dann doch nicht so viel auslassen können bis hierhin und findet die Half Magic. Dann wissen wir jetzt auch, wo die ist. Tohu nimmt hier das Cape zur Hilfe. Buttersword tatsächlich nicht gar nicht unbedingt so nötig, da bräuchten wir nur 6 Slashes, aber wenn wir die Potions haben, warum nicht nutzen? Ja, kommt jetzt auch schon die dritte Phase. Und Joe ist noch auf dem Catfish, wird dort die Nachricht bekommen, dass erstens sein Hookshot nicht dort ist und wahrscheinlich zweitens auch das Tohu durch ist. Denn das ist Silver Nummer 1. Das wird Silver Nummer 2. Das wird Silver Nummer 3. Und einmal müssen wir die Fackel noch anzünden. Und ein letzter Silver Arrow, während Catfish Luckwurst Joe noch ein Herz entgegenwirft, hat Krawall Tohu Gannon besiegt. Eine letzte Fanfare ertönt noch. Eine Brücke muss noch überquert werden. Also haut eure Chat in den
Eure GGs in den Chat für Krawalltofu, denn sie gewinnt dieses Race mit einer offiziellen Zeit von 1 Stunde 27 Minuten und 33 Sekunden. GG. Ja, schauen wir mal. Ob wir Krawalltofu hier zum Interview bekommen können. Hört ihr mich? Ja, ich musste gerade nur kurz eine Nachricht aus admin technischen Gründen irgendwo hinschreiben, aber ja. Ja, GG Krawalltofu, willkommen hier zum GG. Interview. Dankeschön. Ja, was soll man groß sagen? Also das war Beispiel dafür, wie man auf einem Seed die richtige Route treffen kann und alles fühlt sich super angenehm an, oder? Ist wirklich, also ich, aber Puls war auf 180 die ganze Zeit, das war so schlimm. Aber als ich dann den Somari auf der Pyramid Ledge gesehen habe, so, oh, das tut gut, das tut gut. Und dann lag ja wirklich eigentlich alles fast auf dem Weg. Ja, das war dann der Fall. Man muss dazu sagen, der Somari tatsächlich war gar nicht so extrem nötig, den früh zu haben, denn wenn man die Route richtig spielt, würde man halt einfach nach Third Rock gehen, dort den Hookshot finden und könnte nach GT rein, weil so richtig dahinter lag außer dem Hookshot eben nichts. Aber die Tatsache, dass man eben den Somaria so früh hat, Ice Palace lässt sich viel angenehmer damit spielen. Dadurch, dass man den Hookshot früh hat von Third Rock, kann man einfach früher go-moden und das hat sich dann im Prinzip über den Seed hier gezeigt. Es war die große Entscheidung in diesem Seed, der große Unterschied zwischen euch beiden. Dass du eben zur Pyramide gegangen bist, den Kane hattest. Und August hat es eben nicht gemacht. Hat dann andere Dinge gespielt. Hatte vorher tatsächlich schon den hinteren Teil von Pendant Thiefstone gecleared, gegen den du dich entschieden hattest. Ja, da hatte ich ja wirklich kurz überlegt, dass er so, nee, heute nicht. Ja, das war halt schon so ein bisschen die Entscheidung vorher. Das ist für August Joe nicht aufgegangen und war so ein bisschen so ein Vorzeichen für den Seed letztendlich. Joe hat dann auch hier aufgegeben, wenn er hier noch so ein paar letzte Bilder zeigt, aber ist auch schon zum Interview gekommen. Ja, GG, Lapus Joe. Genau, GG auch an dich. Ja, GG, ne? Aber schön, dass du für einen Rahlen zieht, war der gar nicht so schlimm, oder? Ja, ich meine, ich wusste ja, dass ich jetzt hier auch kommentiere. Das heißt, ich wollte nicht bis irgendwie komplett spät in die Nacht spielen. Haben wir gedacht, ich war schon so freundlich zu den anderen heute. Ich mach's mal normal. Für eine Sekunde habe ich schon gedacht, oh, jetzt Quake auf Pet. Aber dann lag es ja zum Glück in Desert drin. Es war dann tatsächlich eben für die Sachen, wie du dich entschieden hast, lag halt alles super angenehm. Spiegel in Ice Palace hat dann auf den Mountain geführt. Es sah schon sehr, sehr früh danach aus, als ob man vielleicht früh nach Turtle Rocket gehen sollen, denn wir kriegen irgendwie mit die beiden Rods, zwei Medallions und dann hat eben im Prinzip nur der Kane gefehlt, um den Weg zu Turtle Rock zu kommen. Aber ja, was letztendlich, ja, ich kann gar nicht so viel zu dem Seed sagen, denn die Route war, jetzt würde ich doof, einfach sehr, sehr geradlinig mehr oder weniger mit den gefundenen Items nach dem Kane. Ja, und waren eigentlich nur so ein paar Sachen. Der Mottenkampf war sehr, sehr stark.
Das ist etwas, das auf Greenmail nicht unbedingt jedem immer so gut gelingt, aber mit einer Fee in der Hinterhand, zu dem Zeitpunkt glaube ich noch. Und genau. Dann, ja. Wobei ich ja sagen muss, dass die Angst vor der Motte mich sogar eher zur Pyramide gebracht hat. Weil ich gesagt habe, ich mache erst die Route unten, gucke, dass ich noch ein bisschen was bekomme und dann erst zur Motte. Jo, das kann ich auch so absolut bisschen verstehen. Man hätte halt auch wirklich sehr, sehr früh, man hätte direkt mit dem Darkhold Access schon zur Motte gehen können, aber auch absolut verständlich, dass man da erstmal nicht hingeht, vor allem den Weg runter nach Hype Cave, eben da die ganzen Items mitnehmen, um eben halt vielleicht das eine oder andere Herz mehr zu finden. Ein extra Schwert, eine Blue Mail, die Joe dann in Keystone tatsächlich im hinteren Teil auch gefunden hatte. Also da war der Unterschied, dass Joe einfach schon mit Blue Mail auch bei der Motte sein konnte. Aber ja, es hat hier wirklich nicht viel Unterschied gemacht im Großen und Ganzen, denn ja, der Mottenfight war stark, dann Ice Palace gespielt und einen guten Cold Stair Fight hingelegt und ja, ab da lief eigentlich alles ziemlich flüssig durch. Ja, an sich war ich auch zufrieden, ich habe halt nur, die Nervosität war natürlich enorm bei mir. Also immer noch am Zittern. Ja, das ist natürlich verständlich. Erstes Turnierspiel und dann direkt hier auf der großen Bühne mit Premium-Kommentatoren und dass man da dann vielleicht nicht unbedingt in der entspanntesten Situation ist, ist absolut verständlich. Aber man hat es tatsächlich nicht, außer in der Kamera hat man es tatsächlich nicht wirklich gesehen. Das sah von vorne bis hinten eigentlich absolut abgeklärt aus und dementsprechend kann man da eigentlich nur sagen, Respekt vor der Leistung und GG. Dankeschön, aber auch an Lucky Joe. Ich habe ja sogar heute Mittag noch deine Bomben-Strat geübt für Escape. Die du rübergeschickt hast. Also, wenn jetzt die Bomben kommen, dann machen wir es schön synchron. Wäre auf jeden Fall schön, wenn wir Joe auch hören könnten. Ich weiß nicht, ob du uns hörst. Ach, mein Mikro war die ganze gemutet, da kann ich natürlich viel reden, ja. Ja, hat mich gefreut, wenn es geholfen hat, aber kam mir leider nicht dran, von daher. Ja. Das war also erstmal ein Firewall, ich so, Gott sei Dank doch nicht. Ja. Ja, ich meine, es kommen ja dann noch die nächste Woche, wo dann wieder ein Standard Rast, da kann es ja wieder dran kommen. Also umsonst wird es auf gar keinen Fall sein. Hm. So, ja. Ja, Joe, hast jetzt wahrscheinlich schon mal so ein bisschen was gesagt, aber wie erging es dir so? Ich meine, deine Entscheidungen überwiegend waren jetzt nicht verkehrt. Also es war eigentlich das meiste absolut nachvollziehbar. Wie ging es dir so auf deiner Route? Das Problem war nicht mal die Route, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich wollte auch irgendwann mal zur Pyramide gehen, aber ich hatte mit meinem Upload tatsächlich zu kämpfen. Ich bin irgendwann, ich glaube, nach Motte bin ich aufgestanden, zum Router gelaufen und habe das Ding neu gestartet, weil ich war die erste halbe Stunde ja so gut wie gar nicht online. Und da hatte ich den Kaffee ehrlich gesagt schon auf, weil nochmal an der Stelle, Dankeschön, Vodafone. Es ist unfassbar, es ist jedes Mal unfassbar. Und ja, wie gesagt, ich habe dieser Pyramide, ich hab dann gedacht, komm, checkst du diesmal Maya-Chat, du überspringst immer, da liegt immer was Cooles drin, diesmal übersehe ich die Pyramide. Ist jedes Mal, dass ich irgendwie einen dummen Fehler mache. Ja, wobei ich das gar nicht mal unbedingt als dummen Fehler irgendwie ankennen würde. Der Weg zur Pyramide von Hype Cave aus ohne Hammer zu dem Zeitpunkt, was, ja, wobei ihr hattet den Hammer. Wir hatten den Hammer, ja. Es war ja dumm, relativ cool. Nee, also es ist ein doch sehr weiter Weg und man muss ihn nicht machen. Also ich persönlich, in vielen Seeds, selbst wenn ich es könnte, mache es auch eigentlich eher ungern. Ja, es wäre natürlich in diesem Seed hier definitiv hilfreich gewesen. Auf der anderen Seite, mit den richtigen Entscheidungen an der einen oder anderen Stelle hier, war der Kane tatsächlich eigentlich gar nicht so wirklich nötig. Gut, man kann Ice Palace halt viel angenehmer klären mit dem Icebreaker. Aber abgesehen davon, es war halt der Bogen auf dem Berg, die waren aber beide draußen. Mhm. Das Quake war im Desert, das war hinter dem Spiegel. Und das Einzige, was hinter dem Kane war, war der Hookshot und den brauchte man nur für GT. Also das Ganze, oder der Kane hat insofern geholfen, als dass man natürlich eine Menge mehr Go-Moden konnte, wenn man kein Risiko eingehen wollte. Aber theoretisch hätte man da tatsächlich auch den Kane erst nach der Red Bomb abholen können. Und wo du dann mit Hera und Desert eben auch relativ schnell hättest hingehen können. Hm. Von daher, das ist. Man kann es in viele Richtungen drehen und das
ich würde auf jeden Fall sagen, den Kane so früh zu finden, hat in diesem Seed auch extrem viel geholfen. Aber es war jetzt nicht so, als ob das hundertprozentig nötig gewesen wäre, ihn früh zu haben. Das ist richtig, aber es hat auf jeden Fall sehr beruhigt. Das war's halt, ja. Ich war einfach nur hibbelig, weil ich den Kane und den Hookshot nicht gefunden habe. Und ich dachte mir, okay, wenn du jetzt den Kane findest, dann hast du den Hookshot noch nicht. Ja toll, wie willst du bei GC drüber kommen? Du kannst nicht hovern. Ja, das ist dann halt eben so das Problem. Ne? Man hätte zum Beispiel in Meyer speziell jetzt sagen können, okay, das eine Item, der Herzcontainer, lag ja vorne drin. Dann ist nur noch ein Item in Dungeon und wir hatten Gottmeier. Da hätte man jetzt sagen können, okay, man sagt, ein Item hier in Meyer lasse ich aus. Ich habe noch fünf Items in TA und Ice Palace war nicht Hookshot-Lock, das heißt, der Hookshot hätte auch in GT sein können. Du hast natürlich dann all die Overworld-Checks mitgenommen auf der Suche nach einem Hookshot, die Tofu niemals anfassen musste und nicht mal einen Gedanken dran verschwenden musste. das war natürlich dann eben so ein bisschen auf deiner Seite das große Problem. Kann man nichts machen. Das ist dann aber halt einfach. So ist Rando dann halt einfach manchmal und Es waren eigentlich viele deiner Entscheidungen bis dahin auch absolut nachvollziehbar. Du hast es nochmal angesprochen mit deinen Internetproblemen und mit dem Router neu starten in Skullwoods. War vielleicht auch der Grund, warum du dann Skullwoods mehr Truhen aufgemacht hättest, als du hättest müssen, denn du hast die beiden Items ja direkt vorne gefunden. Ich habe mich komplett verzählt, ja. Genau. Das war in Skullwoods der Fall. Das war, glaube ich, noch an einer anderen Stelle der Fall, wo du dann Truhen mehr aufgemacht hast. Mein in Ice Palace müsste es gewesen sein, wo du dann auch noch die Pick Chest aufgemacht hast, obwohl es nicht mehr nötig gewesen wäre. Wobei uns das tatsächlich gesagt hat, dass Ice Palace nicht Hulkshot-Lock war. Denn von Tofu wussten wir es zu dem Zeitpunkt einfach nicht. Wir haben nur den Small Key of Coldstair gesehen. Und dann hätte das andere Spot hier eben in der Big Chest sein können. In dem Fall wäre Ice Palace Hookshot locked gewesen und der Hookshot hätte nicht in GT sein können. Oder er war, wie in diesem Seed, eben in IST Room. Dann war Ice Palace tatsächlich gar nicht locked, außer vom Sumaria. Und dementsprechend der Hookshot auf Trinix. Absolut möglich. Ich habe aber eigentlich jetzt auch alles. Lanox, schwebt dir noch irgendwas auf dem Herzen? Eigentlich nicht. Ich wollte mich eigentlich nur nochmal für das tolle Race von Krawalltuko und Dapfusshow bedanken. Wenn euch auch gefallen hat, was die da gemacht haben, hinterlasst auch mich ein Follow bei denen. Und auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an unseren Tracker Darkness League. Auch von meiner Seite auch mal ein großes Dankeschön immer an unsere Beteiligten hier im Hintergrund. Die Tracker, die immer unbesungenen Helden unseres Streams, sorgen dafür, dass die Kommentatoren nicht aufpassen müssen, weil die können dann einfach nachschauen, welche Items die Runner haben. Und es ist immer wieder schön, dass die Leute ihre Freizeit investieren, damit wir das Ganze hier euch auch da bringen können. Auch nochmal großen Dank an Lanox, dass er sich getraut hat, hier das zu kommentieren mit mir. Müsste das zweite Mal gewesen sein jetzt, dass das war jetzt das zweite Mal und das Commentary kommen musst. Und dementsprechend auch immer schön, da jedes Mal wieder neue Leute ranführen zu können und mitzuerleben, wie sie dann hier sich beteiligen. Ansonsten, war es das eigentlich zum großen Teil von meiner Seite aus. Das war das letzte Race für heute. Und ich meine, heute ist jetzt auch nicht mehr so extrem lang. Von daher sollten wir uns alle vielleicht so ein bisschen ausruhen. Denn morgen gibt es gleich eine ganze Menge weiterer neuer Races. Wie so auch dann eigentlich jetzt durchgehend die nächsten zwei Wochen eigentlich mindestens 15 Races pro Tag stattfinden werden. Denn bei mindestens 96 Spielen pro Woche gibt es ein bisschen was zu tun. Und wenn ihr mehr Rando sehen wollt, morgen wieder einschalten. Es gibt genug Races zu kommentieren, zu tracken oder auch nur zum Zuschauen. Aber apropos kommentieren und tracken, wenn ihr euch so wie Lanox oder auch Darkness Link, der glaube ich auch zum ersten Mal getrackt hat, hat daher zwei neue Leute hier gleich mit beteiligt. Wenn ihr euch den beiden es den beiden gleich tun wollt, findet ihr auf dem Discord im Commentary and Tracking Channel alle weiteren Informationen. Wir freuen uns über die neuen Leute,
Traut euch, es ist nicht kompliziert, das können Darkness Link und Lanux sicherlich bestätigen. Ihr werdet an die Hand genommen. Es sind genug Leute da, die es euch erklären können. Ja, und wir freuen uns, wenn wir dann auch hier immer wieder neue Leute sehen. Ja. Ansonsten, das müsste eigentlich genug meiner nie enden wollen Abschlussworte sein. Das kann ich immer am besten. So viel labern, ohne was zu sagen und dabei nicht zum Ende kommen. Aber ja, dann Krawalltofu, Lacus Joe, nochmal danke, dass wir das Race hier zeigen durften. Nochmal GGs an euch beide und viel Glück für euer zweites Race, wo es dann in einen Open Sieg geben wird. Ich bin gespannt, wie das dann ausgehen wird. Vielleicht können wir ja auch da nochmal den einen oder anderen Einblick finden. Wir werden sehen. Oh, danke schön. Auch von mir danke nochmal an die Kommentatoren, an die Organisation, an Darkness Link fürs Tracken. Und habt einen schönen Abend. Also alles, was Lacko Joe gesagt hat, ne? Ich finde es immer wieder super, dass die Restreams aufgesetzt werden. Mega geil. Und ich freue mich auf unser Rematch am Mittwoch. Dankeschön dafür. Ja, habt ihr es gehört. Falls euch das interessiert, ne, und ihr den Runnern jetzt schon Follow gegeben habt, dann verpasst ihr das auch nicht, wenn sie sich dann zum zweiten Mal duellieren. Ich wünsche an dieser Stelle noch einen schönen Montagabend. Euch eine gute Nacht und erholt euch gut, bis morgen. Ihr braucht die Energie, denn da geht der Random Marathon einfach gleich weiter. Ciao. Gute Nacht.